In einem älteren Video habe ich mal gezeigt, wie man von der Fritzbox den DVB-C-Stream über das Netzwerk, das heißt über WLAN oder Ethernet-Kabel, an die verschiedenen Endgeräte bringen kann. Da hat sich damals noch, hier habe ich es auch drauf, Kodi eigentlich empfohlen dafür. Das war aber ein bisschen Bastelei. Man musste da also diese Listen, die Fritzbox ausgibt, erstmal umwandeln. Dann musste man auf dem Fire TV per Sideload den Kodi installieren. Der wird halt nicht vom normalen Amazon Store zur Verfügung gestellt zum Installieren. Ja, und das Ganze hat dann auch den Nachteil, dass zum Beispiel kein EPG verfügbar ist. Da gibt es jetzt eine bessere Lösung für. Vorneweg sage ich euch gleich, ich habe hier ein Fire TV 4K. Wenn ich jetzt die Kommentare bei Amazon lese, dann soll das wohl auch die empfohlene Hardware sein, weil die kleineren Fire TV Sticks oder die Vorgänger, die sind nicht performant genug, um das Ganze jetzt hier abzufackeln. Von was rede ich eigentlich? Ich möchte, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, meinen DVB-C Stream ohne Kabel hier an den Fire TV Stick bringen. Und da gibt es jetzt eine App, die heißt Dream Player for Fritzbox. Also die ist sogar extra auf die Fritzbox zugeschnitten. Wie komme ich da dran? Naja, ich gehe mal hier nach oben, hier auf die Suche. Und jetzt kann ich hier einfach mal nach Dream Player suchen. Der wird mir das auch relativ schnell vorschlagen. Genau, also zweites Suchergebnis, Dream Player wähle ich mal aus. Und jetzt habe ich hier drei verschiedene Dream Player. Wir achten darauf, dass dann hier oben steht vor Fritzbox. Den wähle ich einmal aus. Und jetzt steht hier herunterladen gehört Ihnen. Naja, wenn das bei euch nicht steht, einfach da draufklicken. Die App an sich ist jetzt erstmal kostenlos. Die ist aber kaum benutzbar, um ehrlich zu sein. Deshalb steht hier schon, enthält In-App-Käufe. Nichtsdestotrotz, wir gucken uns jetzt mal die kostenlose Version an, denn die gibt schon mal einen Einblick, was die kostenpflichtige kann. Das sind, glaube ich, 2,99 oder sowas. Also kann man verschmerzen. So, die ist jetzt installiert. Ich gehe jetzt mal auf Öffnen. Da gibt es gleich einen Assistent, den verwenden wir gleich. Also hier rechts, den wählen wir einmal aus, gehen wir auf Weiter. Dem stimmen wir auch natürlich alles zu. Und jetzt hat er bei mir hier schon die Fritzbox richtig erkannt. Das ist die 192.168.0.1. Das kann bei euch anders sein. Im Standard ist da statt der 0 die 178. Ja, könnt ihr dann auch noch manuell da einstellen, falls er es nicht gleich gefunden hat. Hier steht aber auch noch ein wichtiger Satz. Die Einrichtung für DVB-C muss in der Fritzbox abgeschlossen sein. Erstens gibt es einen Link, da könnt ihr schauen, was ihr da zu tun habt. Und ich verlinke euch auch mal meine Videos, wo genau steht, wie ihr diesen Sendersuchlauf und sowas starten könnt an der Fritzbox. Wichtig zu wissen ist auch, dass das nur bei selbst gekauften Fritzboxen funktioniert. Denn diese Provider-Fritzboxen, die werden oft ja ein bisschen verstümmelt im Funktionsumfang. Deshalb würde ich euch auch generell empfehlen, immer selber eine zu kaufen. Dann hat man solche Gimmicks halt auch dabei. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Weiter und jetzt macht er einen Sendersuchlauf. Ne, macht er nicht, er sucht die Senderlogos und ihr kriegt jetzt einen Zeitraffer. Das war jetzt schon die ganze Einrichtung. Top komfortabel, muss ich sagen. Gibt es nichts zu basteln. Die einzige Hürde noch ist halt vorher die Einrichtung an der Fritzbox. Aber da gibt es Anleitungen zu und da gibt es auch ein Video von mir zu. An dem finde ich so faszinierend, dass ich fast schon überlegen muss, ob ich meinen normalen Fernseher quasi in Rente schicke und das nur noch darüber mache. Denn die Übersicht ist einfach klasse. Also man kriegt hier alle Sender mit Logo und auch mit dem, was unten läuft, gleich angezeigt. Das kann nicht mal ein richtiger Fernseher. Der lädt nämlich die EPG-Daten nur nach, wenn man tatsächlich auf dem Sender steht. Also so einen schönen Guide wie hier kriege ich gar nicht. Die ersten drei Sender sind immer hier jetzt in der kostenlosen Version, kann man gucken. Man sieht hier, dass ein Schloss ist. Das ist die Bezahlversion. Nichtsdestotrotz, wir gucken uns mal ein bisschen um in der App, was die so kann. Ich mache mal nicht erst die Sportschau auf, sondern ich mache mal das Traumschiff auf. Hier kriege ich jetzt gleich gesagt, was die Tasten vom Fire TV können. So, ich mache mal Mute und jetzt läuft hier das Traumschiff, wie ihr seht, auch schon recht ruckelfrei und wir sind jetzt hier halt auf einem HD-Sender. So, was ich jetzt machen kann, ich kann nach oben und jetzt bekomme ich hier die komplette Liste, was alles läuft. Und das Schöne ist, ich kann hier Favoriten definieren, kann den auch hier entfernen, mache ich jetzt mal nicht, aber hier kann ich eben eine Favoritenliste anlegen und ich kann super einfach auch die Sender hier umsortieren. Also hier zum Beispiel ProSieben eins nach oben. Viel schöner als das, das der Fernseher kann. Deshalb begeistert mich diese App ein bisschen, muss ich wohl zugeben. Und jetzt gehe ich mal zurück. Wenn ich nach unten klicke, bekomme ich hier so einen Guide. Also kennt ihr vielleicht ähnlich von eurem Fernseher, so ein EPG-Guide. Aber auch der viel schöner als ja das, was der Fernseher mir zur Verfügung stellt. Gefällt mir also auch sehr gut. So, ich gehe mal zurück. Man hat dann links hier noch so Favoriten, HD, SD, Radio. Und das hat bei mir wirklich alles hier auf Anhieb funktioniert. Ist auch schon der zweite Fire TV, wo ich das einrichte. Ja, wenn die Voraussetzung halt erfüllt ist, dass die Fritzbox konfiguriert ist. Ja, Premium-Version, was kostet die? Schauen wir mal zum Kaufdialog, was die von uns wollen.
Okay, für 5,99 kaufen. Also wer wirklich das Problem hat, dass er jetzt keine Kabel liegen hat für DVB-C in den verschiedenen Zimmern, trotzdem Fernsehen schauen möchte, der kann hier diesen Dreamplayer ganz gut verwenden. Und die 5,99 sollten es dann entsprechend auch wert sein.